Boris Becker ist beim Tennisturnier im Londoner Queen's Club schon im ersten Spiel ausgeschieden. Er unterlag dem Südafrikaner Christoffer Rendsburg-Ladd in 2 Sätzen. Die Generalprobe für Wimbledon ist bei Michael Stich anders als bei Boris Becker gut gelaufen. Stich gewann heute im niederländischen Rosmalen sein Vorbereitungsturnier auf Rasen. Im Endspiel schlug er den Amerikaner Jonathan Stark klar in 2 Sätzen. Mit diesem Sieg zog Stich in der Tennis-Weltrangliste an Becker vorbei auf Platz 4. Beim internationalen Tennisturnier in Wimbledon hatte Titelverteidiger Michael Stich einen guten Start. Er gewann am Nachmittag das Eröffnungsspiel gegen den Italiener Stefano Pescosolido klar in 3 Sätzen, 6:3, 6:3 und 6:2. Auch Anke Huber und Barbara Rittner kamen weiter. Dagegen schieden eine ganze Reihe deutscher Spieler, unter ihnen Patrick Kühnen, in der ersten Runde aus. Boris Becker spielt zur Stunde gegen den Italiener Omar Camporese. Bei den internationalen Tennismeisterschaften von England in Wimbledon hat Steffi Graf mühelos die 2. Runde erreicht. Die Titelverteidigerin bezwang in nur 46 Minuten die Französin Noelle van Lottem mit 6:1 und 6:0. Michael Stich hatte in der 2. Runde des internationalen Tennisturniers von Wimbledon größere Schwierigkeiten als erwartet. Gegen den Israeli Amos Manstoff brauchte er zum Sieg 4 Sätze. Nach mehr als 2 Stunden stand es 4:6, 7:6, 6:3 und 6:3. Auch Anke Huber, Barbara Rittner und Claudia Porwig sind 1 Runde weiter. Steffi Graf hat beim internationalen Tennisturnier von Wimbledon ohne Mühe die 3. Runde erreicht. In knapp 45 Minuten schlug sie die Amerikanerin Marianne Wördle 6:1 und 6:1. Nach Michael Stich und Christian Tsikhanou hat nun auch Boris Becker in Wimbledon das Achtelfinale erreicht. Er schlug heute Brian Shelton aus den USA 6:4, 3:6, 7:6 und 7:6. Ausgeschieden ist dagegen der Weltranglisten-Erste Jim Courier. Der Amerikaner verlor gegen den weithin unbekannten Russen Andrei Olschowski. Bei den offenen Tennismeisterschaften von England in Wimbledon haben Michael Stich und Steffi Graf das Viertelfinale erreicht. Der Titelverteidiger bezwang den Australier Wally Mazur in 4 Sätzen und trifft in der Runde der letzten 8 auf den Amerikaner Pete Sampras. Die Titelverteidigerin setzte sich in 3 Sätzen gegen die Amerikanerin Patty Fendick durch und spielt jetzt gegen Natalia Zvereva aus der GUS. Christian Sacchanu hat soeben gegen Andre Agassi verloren. Boris Becker spielt weiterhin gegen Ferreira. Das Spiel läuft zur Stunde noch. Auch Boris Becker hat das Viertelfinale in Wimbledon erreicht. Er gewann heute das gestern Abend nach 4 Sätzen wegen Dunkelheit abgebrochene Match gegen den Südafrikaner Wayne Ferreira mit 3-6, 6-3, 6-4, 6-7 und 6-1. In der Runde der letzten 8 trifft Becker auf Andre Agassi aus den USA. Endstation für den Titelverteidiger. Michael Stich musste im Viertelfinale des Tennisturniers von Wimbledon die Überlegenheit des amerikanischen Weltranglisten-Dritten Pete Sampras überraschend schnell anerkennen. Nur 87 Minuten dauerte die Partie. Dann hatte der Amerikaner glatt in 3 Sätzen mit 6-3, 6-2 und 6-4 gewonnen. Das ist natürlich eine große Enttäuschung, sagte Stich. Aber trotzdem bleibe ich der Wimbledon-Champion von 91. Und zwar bis ans Ende meines Lebens. Auch für Boris Becker sieht es nicht gut aus. Sein Spiel gegen den Amerikaner Andre Agassi ist wegen Regens im 4. Satz unterbrochen worden. 2 Sätze hat Becker bereits verloren. Steffi Graf und Monika Seles stehen im Endspiel von Wimbledon. Die deutsche Titelverteidigerin gewann ihr Halbfinale gegen die Argentinierin Gabriela Sabatini klar in 2 Sätzen. Dagegen brauchte die Jugoslawin und Weltranglisten-Erste 3 Sätze, um die Amerikanerin Martina Navratilova zu besiegen. Niederlage dagegen für Boris Becker. Der 3-malige Turniersieger beendete bei den internationalen Tennismeisterschaften von Wimbledon sein Viertelfinalspiel mit diesem ins Netz geschlagenen Ball gegen Andre Agassi aus den USA. Die Partie war gestern bei einer 2:1-Satzführung für Agassi und 4:3 für Becker im 4. Satz wegen Regens abgebrochen worden. Becker konnte heute zwar den 4. Satz mit 6:4 für sich entscheiden, verlor aber den 5. mit 3:6. Agassi trifft nun im Halbfinale auf seinen Landsmann John McEnroe. Das Tennis-Endspiel in Wimbledon zwischen Steffi Graf und Monika Seles ist noch nicht entschieden. Beim Stand von 6:2 und 4:1 für die Deutsche musste es wegen Regens am Abend erneut unterbrochen werden.
Das Herrenendspiel in Wimbledon bestreiten morgen der Amerikaner Andre Agassi und Goran Ivanišević aus Kroatien. Agassi bezwang heute klar in 3 Sätzen seinen Landsmann John McEnroe. Ivanišević setzte sich in 4 Sätzen gegen Pete Sampras aus den USA durch. Der Amerikaner Andre Agassi hat das Endspiel der Herren im Wimbledon gewonnen. In 5 Sätzen bezwang er den Kroaten Goran Ivanišević. Nach knapp 3 Stunden siegte Agassi mit 6:7, 6:4, 6:4, 1:6 und 6:4. Gleich den ersten Matchball Agassis setzte Ivanišević mit einer Rückhand ins Netz. Der 22-jährige Agassi, 14. der Weltrangliste, gewann mit diesem Sieg sein erstes Grand-Slam-Turnier. Zum Auftakt des Federation Cups haben die deutschen Tennisspielerinnen heute in Frankfurt Neuseeland mit 3:0 besiegt und damit das Achtelfinale erreicht. Anke Huber und Steffi Graf schlugen ihre Einzelgegnerinnen Hanna Adamkova-Gai und Claudine Tolia-Foer klar in 2 Sätzen. Den 3. Punkt holten Barbara Rittner und Sabine Haag im Doppel gegen die Neuseeländerinnen Julie Richardson und Amanda Traill. Deutschlands nächster Gegner bei dieser Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen sind am Mittwoch die Niederlande. Mit einem Sieg über die Niederlande hat die deutsche Tennisnationalmannschaft der Frauen das Viertelfinale um den Federation Cup erreicht. Steffi Graf und Anke Huber gewannen ihre Einzel, das Doppel mit Barbara Rittner und Sabine Haag ging verloren. Nächster Gegner ist morgen Polen. Steffi Graf und Anke Huber haben beim Federation Cup in Frankfurt das Halbfinale erreicht. Sie bezwangen in ihren Einzelspielen die Polinnen Nowak und Bross mit 6:0, 6:0 bzw. 6:0 und 6:3. Zur Stunde läuft das Doppel. Die deutschen Damen sind im Endspiel der Tennisweltmeisterschaft um den Federation Cup in Frankfurt. Im Halbfinale schlugen die Deutschen das Team aus den USA mit eindeutigen Siegen in den Einzeln. Die 17 Jahre alte Anke Huber tat den ersten Schritt in Richtung Finale im Spiel gegen die Amerikanerin Gigi Fernandez. Die Weltranglisten-10. Aus Karlsdorf war im Grundlinienduell ihrer Gegnerin eindeutig überlegen. Mit den härteren Schlägen gelang es Anke Huber, die Weltranglisten-25. Derart unter Druck zu setzen, dass Gigi Fernandez selten ans Netz vorrücken konnte und damit ihre Stärke Surf und Volley nicht zum Tragen kam. Nach 1 Stunde und 21 Minuten ging der 1. Punkt mit 7:5 und 6:3 im Frankfurter Waldstadion vor 5.700 Zuschauern an Deutschland. Die Hoffnungen der USA, das 1. Einzel zu gewinnen, hatten sich nicht erfüllt. Denn Lauri McNeil war als Weltranglisten-22. In der 2. Begegnung gegen Steffi Graf chancenlos. Die Weltranglisten-2. Bot heute Tennis der Extraklasse. Mit herrlich herausgespielten Punkten deklassierte sie Lauri McNeil, die nicht den Hauch einer Chance im ersten Satz hatte, in dem sie nur 10 Punkte erzielte. So ging der 1. Durchgang mit 6:0 an Steffi Graf, die im 2. Satz einen Gang zurückschaltete, aber dennoch leicht und locker mit 6:3 erfolgreich war. 2:0 für Deutschland gegen die USA, damit war die Entscheidung im 1. Halbfinale gefallen. Das anschließende Doppel hatte nur noch statistischen Wert. In dem seit 1963 zum 30. Mal ausgetragenen Wettbewerb trifft die deutsche Mannschaft morgen auf Titelverteidiger Spanien, der sich mit 3:0 gegen Australien durchsetzte. 2 Außenseiter stehen im Finale des internationalen Tennisturniers von Stuttgart. Andrei Medvedev aus der Ukraine und der Südafrikaner Wayne Ferreira. Medvedev schlug heute den Österreicher Thomas Muster, Ferreira den Tschechoslowaken Karel Nováček. Mit einem Sieg über Titelverteidiger Spanien hat das Damenteam des Deutschen Tennisbundes den Federation Cup gewonnen. Die inoffizielle Weltmeisterschaft im Mannschaftswettbewerb. Die Weltranglisten-10. Anke Huber schaffte auch im Finale die Voraussetzung für den Sieg der deutschen Mannschaft. Gegen die in der Weltrangliste um 3 Plätze besser platzierte Conchita Martinez setzte sie sich aufgrund ihrer besseren Kondition bei spanischen Temperaturen um 50 Grad in 3 Sätzen mit 6:3, 6:7 und 6:1 durch. Damit ging die deutsche Mannschaft gegen Spanien mit 1:0 in Führung. Steffi Graf, die Wimbledon-Siegerin und Weltranglisten-2., bot im 2. Einzel eine Galavorstellung gegen die in der Weltrangliste auf Platz 5 geführte Spanierin Arantxa Sanchez. Selbstbewusst und mit Mut zum Risiko beherrschte sie ihre Gegnerin und ließ vor 5.700 Besuchern auf dem ausverkauften Center Court des Frankfurter Waldstadions Arantxa Sanchez nicht zur Entfaltung kommen.
Vor allem mit ihrer knallharten Vorhand setzte Steffi Graf ihre Gegnerin ein ums andere Mal matt. Arantxa Sanchez fand gegen die furios aufspielende Deutsche keine Einstellung. Nach 58 Minuten beendete Steffi Graf mit einem klaren 6:4, 6:2 Sieg diese Begegnung. Damit war das Finale nach den beiden Einzeln vorzeitig entschieden. Das anschließende Doppel ging an Spanien. Deutschland gewann das 30. Federation Cup-Finale gegen Spanien mit 2:1. 4 Jahre nach dem ersten Titelgewinn im kanadischen Vancouver holte sich die deutsche Mannschaft zum zweiten Mal die Meisterschale. Ein neuer Höhepunkt im deutschen Damentennis ist damit erreicht. Der 17-jährige Qualifikant Andrei Medvedev hat das internationale Tennisturnier am Stuttgarter Weißenhof gewonnen. Der Ukrainer besiegte den Südafrikaner Wayne Ferreira in 5 Sätzen und kletterte in der Weltrangliste unter die besten 40. Im Olympischen Tennisturnier haben sowohl Steffi Graf als auch Boris Becker ihr erstes Spiel gewonnen. Graf bezwang die Mexikanerin Lupita Novello ohne Mühe in 2 Sätzen. Becker dagegen benötigte 5 Sätze und fast 5 Stunden für seinen Sieg gegen den Norweger Christian Ruud, die Nummer 312 der Weltrangliste. Im Olympischen Tennisturnier überraschte Karl-Uwe Steeb mit einem 4-Satz-Sieg über Michael Stich. Die Überraschung im Olympischen Tennisturnier war heute eine 3-Satz-Niederlage des Amerikaners und Weltranglisten Ersten Jim Courier gegen den international wenig bekannten Schweizer Marc Rossi. Beim Olympischen Tennisturnier hat Steffi Graf bereits Bronze sicher. Sie bezwang die Belgierin Sabine Appelmans mit 6:1 und 6:0 und trifft nun im Halbfinale auf die Amerikanerin Mary Jo Fernandez. Aus dagegen für Anke Huber. Die 17-Jährige verlor im Viertelfinale gegen die Amerikanerin Jennifer Capriati mit 3:6 und 6:7. Im Tenniswettbewerb der Damen hat Steffi Graf Silber bereits sicher. Gegen die Weltranglisten 7. Mary Jo Fernandez aus den USA landete die Brühlerin einen klaren 6:4, 6:2 Sieg und zog damit mühelos ins Finale ein. Ihre Gegnerin am Freitag ist die Amerikanerin Jennifer Capriati, die Arantxa Sanchez Spanien in 3 Sätzen besiegt. Steffi Graf hatte bereits in Seoul Gold gewonnen. Die lange Reise von Boris Becker und Michael Stich im Tennis-Doppelwettbewerb der Herren ist mit einem goldenen Triumph zu Ende gegangen. Mehr als 13 Stunden standen die beiden bis zum olympischen Finale schon auf dem roten Sandplatz von Barcelona und dort siegte noch einmal die vereinte Willensstärke von Becker und Stich gegen das Doppel aus Südafrika Wayne Ferreira und Piet Norwal hier beim Aufschlag. Allerdings benötigte das Duo aus Leimen und Elmshorn auch heute 2,5 Stunden, bis sie sich nach 4 Sätzen und diesem Matchball so freuen konnten. Im olympischen Einzelturnier hatten sich die beiden Wimbledon-Sieger ja schon frühzeitig verabschiedet. Die Goldmedaille im Doppel sicher mehr als ein Trostpflaster. Für Steffi Graf allerdings wird die Silbermedaille nach der Niederlage gegen Jennifer Capriati tatsächlich nur ein solches sein. Die 24-Jährige aus Brühl verlor gegen das 16-jährige amerikanische Glamour Girl, die auch im olympischen Finale mit rot lackierten Fingernägeln ihrem Sport nachging in 3 Sätzen mit 6:3, 3:6 und 4:6. Jennifer Capriati ist damit die jüngste Tennis-Olympiasiegerin aller Zeiten. Für Steffi Graf nach Gold in Los Angeles und Seoul diesmal nur Silber. Das olympische Tennisturnier gewann am Abend der Schweizer Marc Rosset. Er bezwang in 5 Sätzen Jordi Arese aus Spanien. Eine Meldung vom Tennis. Die Heidelbergerin Anke Huber ist bereits zum Auftakt der US Open in New York gescheitert. Überraschend verlor die Weltranglisten-Neunte heute in der ersten Runde gegen die Belgierin Sabine Appelmans mit 3:6 und 4:6. Bei den offenen amerikanischen Tennismeisterschaften in New York hat Steffi Graf das Achtelfinale erreicht. Sie gewann heute gegen die Finnin Nanne Dahlmann in 2 Sätzen. Steffi Graf hat das Viertelfinale der US Open in New York erreicht. Die zweite der Tennis-Weltrangliste gewann heute mühelos in 2 Sätzen gegen die Argentinierin Florencia Labat. Ihre nächste Gegnerin ist Arantxa Sanchez Vicario aus Spanien. Steffi Graf und Boris Becker sind bei den US Open in New York ausgeschieden. Die zweite der Tennis-Weltrangliste unterlag am Abend im Viertelfinale der Spanierin Arantxa Sanchez Vicario mit 6:7 und 3:6. In der vergangenen Nacht war Boris Becker im Achtelfinale in 5 Sätzen an Ivan Lendl gescheitert. Stefan Edberg hat bei den US Open in New York seinen Titel erfolgreich verteidigt. Der Schwede besiegte in der vergangenen Nacht im Endspiel den Amerikaner Pete Sampras in 4 Sätzen und ist damit wieder Erster der Tennis-Weltrangliste.
Das deutsche Davis-Cup-Team hat die besten Chancen, weiter in der Weltgruppe mitzuspielen. Boris Becker und Michael Stich holten heute in Essen durch klare Dreisatz-Siege im Abstiegsspiel gegen Belgien eine vorentscheidende 2:0-Führung heraus. Das deutsche Tennis-Davis-Cup-Team bleibt in der Weltgruppe. Im Doppel bezwangen Boris Becker und Michael Stich in Essen das belgische Paar Philippe De Wulf, Eduardo Masso in 3 Sätzen und holten damit den entscheidenden 3. Punkt zum Klassenerhalt. Steffi Graf hat zum 3. Mal das internationale Tennisturnier von Leipzig gewonnen. Im Endspiel besiegte sie die Tschechoslowakin Jana Novotná in 3 Sätzen. Auch Boris Becker gewann ein Grand Prix-Turnier. Er schlug in Basel den Tschechoslowaken Petr Korda in 4 Sätzen. Steffi Graf hat durch einen Erfolg über Martina Navratilova das Tennisturnier von Zürich gewonnen. Die 23-Jährige bezwang die 35-jährige Amerikanerin im Finale mit 2:6, 7:5 und 7:5. Es war ihr 6. Sieg in Zürich in Folge. Beim internationalen Tennisturnier in Filderstadt bestreiten morgen Martina Navratilova und Gabriela Sabatini das Finale. Die Amerikanerin, die morgen 36 Jahre alt wird, gewann gegen Arantxa Sánchez Vicario glatt mit 6:1 und 6:1. Die Argentinierin setzte sich mit 7:5 und 6:2 gegen Mary Jo Fernandez durch. Martina Navratilova hat an ihrem 36. Geburtstag die internationale deutsche Hallentennismeisterschaft gewonnen. Gabriela Sabatini konnte im Endspiel von Filderstadt nur im 1. Satz mithalten, zumeist mit guten Passierschlägen. Den Tiebreak verlor sie aber glatt 7:1. Im 2. Satz war die 22-jährige Argentinierin der 14 Jahre älteren deutlich unterlegen. 2. Matchball für Martina Navratilova. Nach 80 Minuten gegen die aufschlagende Sabatini. Wieder muss sie sich geschlagen geben und verliert 3:6. Der 161. Turniersieg für Navratilova. Jetzt wieder auf Platz 4 der Weltrangliste. Ihr Kommentar? Nicht schlecht für eine alte Frau. Steffi Graf steht wieder im Endspiel des Tennisturniers von Brighton. Die Vorjahressiegerin gewann heute das deutsche Halbfinale gegen die Heidelbergerin Anke Huber 7:5 und 6:2. Im Endspiel trifft Graf auf Jana Novotná aus der CSFR. Boris Becker hat das ATP-Turnier in Paris gewonnen. Der dreimalige Wimbledon-Sieger bezwang am Nachmittag Vorjahressieger Guy Forget in 4 Sätzen 7:6, 6:3, 3:6 und 6:3. Boris Becker, der in der ganzen Woche von Paris-Bercy bestes Tennis gezeigt hatte, bot auch heute im Finale der 7. Paris Open gegen den französischen Titelverteidiger Guy Forget eine herausragende Leistung. Der dreimalige Wimbledon-Sieger bestimmte mit seinem druckvollen Spiel eindeutig das Geschehen im mit 15.000 Zuschauer ausverkauften Palais Omnisport. Unter ihnen sein neuer Trainer Günter Bresnik. Der 24-jährige Leiminer gewann die ersten beiden Sätze in souveräner Manier, ehe er dann im 3. Durchgang gegen einen sich tapfer wehrenden Guy Forget seinen 1. Satzverlust in der gesamten Woche hinnehmen musste. Im 4. Satz gelang Boris Becker, der insgesamt 21 Asse servierte, erneut ein frühes Break, das er bis in die Schlussphase der insgesamt auf hohem Niveau stehenden Partie hielt. Nach 2 3/4 Stunden Spielzeit verwandelte Becker seinen 1. Matchball und gewann damit zum 3. Mal dieses bestbesetzte Hallentennisturnier der Welt. Außerdem hat er sich durch diesen Erfolg zu 99% für das ATP-Finale der 8 besten Tennisspieler des Jahres in Frankfurt qualifiziert. Steffi Graf ist in New York beim Treffen der 16 besten Tennisspielerinnen der Welt schon in der 1. Runde ausgeschieden. Die Deutsche und Weltranglistenzweite unterlag gestern Abend der Amerikanerin Laurie McNeil in 2 Sätzen 6:7 und 4:6. Boris Becker hat beim Tennis-Weltmeisterschaftsturnier in Frankfurt seine Chance auf den Einzug ins Halbfinale gewahrt. Er schlug in der vergangenen Nacht den Tschechoslowaken Petr Korda in 2 Sätzen 6:4 und 6:2. Sein nächster Gegner ist morgen der Schwede Stefan Edberg. Boris Becker steht im Finale der ATP-Weltmeisterschaft in Frankfurt. Er besiegte den Kroaten Goran Ivanišević in 3 Sätzen. Der Kroate Goran Ivanišević hatte im Duell der Aufschlaggiganten zunächst den besseren Start. Ein Break im 3. Spiel des 1. Satzes reichte zum 6:4 Satzgewinn aus.
Boris Becker zeigte seine Nervenstärke am Ende des zweiten Satzes, als er bei einer 5-4-Führung dem Weltranglistenvierten zum ersten Mal den Aufschlag abnehmen konnte. Einem Krimi glich der dritte Durchgang, der im Tiebreak entschieden wurde. Beim Stand von 6-3 hatte der Weltranglisten-Siebte aus Leimen schon 3 Matchbälle, die Ivan Nisevic abwehren konnte. In dieser kritischen Phase bewies Becker einmal mehr seine kämpferischen Fähigkeiten. Beim Stand von 7-7 verschlug der Kroate diesen Ball, nachdem er zuvor schon den 4. Matchball abgewehrt hatte. Die 5. Chance ließ sich Becker nicht mehr nehmen. Mit der für ihn typischen Hechtrolle holte er sich den Sieg mit 9-7 im Tiebreak des 3. Satzes. Im Finale der ATP-Weltmeisterschaft trifft er morgen auf den Amerikaner Jim Courier, der seinen Landsmann Pete Sampras mit 7-6 und 7-6 bezwang. Boris Becker ist ATP-Tennis-Weltmeister. Im Endspiel des mit 2,5 Millionen Dollar dotierten Turniers in Frankfurt besiegte Becker den Weltranglisten-Ersten Jim Courier in 3 Sätzen. Auch in der 6. Begegnung mit dem Weltranglisten-Ersten steuerte Boris Becker im Vordergrund einem ungefährdeten Sieg entgegen. Im 1. und 2. Durchgang gelang ihm das entscheidende Break zum Satzgewinn jeweils beim Stand von 3-3. Mit seinem aggressiveren Spiel übernahm der Weltranglisten-Siebte immer wieder die Initiative, sodass Jim Courier nur reagieren konnte. Der Weltranglisten-Erste hatte mit seinem Spiel von der Grundlinie aus wenig Chancen. Zu stark waren Beckers Aufschläge, nur einmal verlor er seinen Service und zu gut war der Leimner am Netz. In den entscheidenden Momenten behielt Becker die Nerven und nutzte geschickt die Schwächen von Jim Courier. Und 9000 Zuschauer in der ausverkauften Frankfurter Festhalle gingen begeistert mit. Es war nicht die beste Saison von Becker, aber mit dem Titel des Tennis-Weltmeisters 1992 sorgte er für einen krönenden Abschluss. Nach 2 Stunden und 24 Minuten hatte Boris Becker mit 6-4, 6-3 und 7-5 nach 1988 dieses Turnier zum zweiten Mal gewonnen und sich damit selbst das schönste Geschenk zum 25. Geburtstag gemacht, der anschließend ausgiebig gefeiert wurde. Die USA haben vergangene Nacht in Fort Worth das Tennis-Davis-Cup-Finale gegen die Schweiz gewonnen. Den entscheidenden Punkt zum 3-1 holte der Weltranglisten-Erste Jim Courier. Er bezwang Jakob Lasek in 4 Sätzen. Es war der 30. Davis-Cup-Sieg der Amerikaner. Michael Stich hat beim Tennisturnier in München durch ein 7-6 und 7-5 über den Niederländer Richard Krajicek das Halbfinale beim Grand Slam Cup erreicht. Dort trifft er entweder auf den Amerikaner Pete Sampras oder den Franzosen Henri Lecomte. Michael Stich hat den Grand Slam Cup in München gewonnen. Im Finale bezwang er den Amerikaner Michael Chang in 3 Sätzen. Grand Slam Cup und das Weihnachtsgeld von 2 Millionen Dollar für den Turniersieg von Michael Stich. Zufriedenheit auch bei Ehefrau Jessica und Trainer Mark Lewis. In diesem Endspiel gegen den kleinen Amerikaner Michael Chang war Michael Stich, der 24-jährige Deutsche, der klar dominierende Akteur. Er nahm seinen Gegner im 1. Satz, im 6. Spiel und im 2. Durchgang im 8. Spiel jeweils das Service ab. Das führte zum 6-2 und 6-3 und damit zu einem 2-0 Vorsprung von Michael Stich. Auch beim eigenen Service spielte Michael Stich wie zu besten Wimbledon-Zeiten Surf und Volley. Michael Chang hatte offensichtlich nicht mehr die Kraft, nach dem Halbfinale gestern gegen Goran Ivanisevic noch einmal zu reagieren. Goldstück und Glücksbringer zugleich, Ehefrau Jessica. Sie kann ihren Mann nicht verlieren sehen. Matchball für Michael Stich nach 2 Stunden und 6 Minuten. Mit 6-2, 6-3 und 6-2 gewinnt Michael Stich das letzte Turnier des Tennisjahres 1992. Er ist damit der erste deutsche Grand-Slam-Cup-Sieger.